Ja, es geht jetzt um eine Aufgabe, die ist ähnlich dem Abitur 2019. Die soll heißen 2x² minus 8 mal 2 hoch 2x minus 6. Im Abitur steht hier statt der 2 ein e, ansonsten ist es völlig identisch gleich 0. Meine Frage ist, wie löst man die Aufgabe und vor allem, wie löst man sie nicht? Jetzt erstmal Klammern auflösen. So, und genau wenn Sie das machen, dann gehören Sie zu den 25%, die die Aufgabe nicht rauskriegen. Sie können es machen, Sie werden nicht glücklich damit. Also, Man Sie kann die sehen, Klammern einzeln lösen. jawohl, völlig richtig, Sie sehen einen Malpunkt und einen gleich 0. Wofür ist das ein Indiz? Satz vom Nullprodukt. Völlig richtig. Und das heißt, Sie senden den Satz vom Nullprodukt an, der lautet, so wie Sie sagen, die Faktoren gleich lösen. Das ist das hier. So, genau dann denn 2x² gleich 8 oder x² gleich 4. X² gleich 4 bedeutet. X plus minus 2. Und wenn Sie auch hier an der Stelle, was denken Sie, wie viele Leute da dann das Plus-Minus vergessen haben. So, das war das Erste, jetzt kommt das Zweite. SVN heißt Satz von Nullprodukt. 2 hoch 2x minus 6 gleich 0. Wie geht das jetzt weiter? Plus 6. 2 hoch 2x gleich 6, jawohl. Durch 2. Das ist falsch. Was müssen Sie da als nächstes machen? Also wir brauchen den Logarithmus. Ja, natürlich. Sie müssen hier logarithmieren. Ja, jetzt kann der Schüler in Klasse 9 kann keinen natürlichen, deswegen müssen Sie hier normal logarithmieren. Das heißt, aber Sie dürfen es trotzdem sagen, dann ist Also Logarithmus 2, 2 statt Logarithmus 2, ja, zur Basis Basis 2 2 von von 6. 6. Oder nach Schmidt, weil Schmidt arbeitet ja gern mit den Taschenrechnern. Das ist Logarithmus, das ist jetzt der 10er Logarithmus 6 durch den 10er Logarithmus 2. Aber das dürfen Sie auch so schreiben. Ja, und dann sind Sie wirklich fertig. Dann ist x gleich Logarithmus 6 durch 2 Logarithmus 2 oder 1/2 mal Logarithmus zur Basis 2 von 6. Und dann am Ende sollten Sie vielleicht noch eine Lösungsmenge angeben. Die Lösungsmenge ist nämlich dann das Plus minus 2 oder das 1/2 Logarithmus zur Basis 2 von 6. Hat also drei Lösungen das Ganze. Gibt es da Fragen dazu?